Grazer. Einmal mehr Matchwin in einem richtig großen Spiel. Was sagst du zu dieser unglaublichen Partie? Ja, also brutale Leistung von der Mannschaft. Also es hat sich von der ersten bis zur letzten Minuten eingehaut. Wir haben jetzt richtig Charakter bewiesen, Herz bewiesen. Und ja, von der ersten bis zur 90. Minute einfach alles gegeben und verdiente 3 Punkte mit angenommen. Eine tolle Saisonbilanz gegen Ried. Aus 12 möglichen Punkten wurden 10 geholt. Darauf kann man, glaube ich, auch stolz sein. Ja, also auf jeden Fall. Die Mannschaft war vor der Meisterschaft absoluter Titelfavorit und wir haben 10 Punkte geholt. Also Gratulation an die Mannschaft. Jetzt stehen noch 2 Spiele an, dann ist man hoffentlich am Ziel. Wie ist die Herangehensweise an Kapfenberg und Lustenau? Ja, keine Prozent weniger als heute. Wie gesagt, alles geben vom Anfang bis zum Schluss. Nicht glauben, dass das eine Gmade Wiesn ist. Wirklich von der ersten bis zur letzten Minute einfach Gas geben und die restlichen Punkte nachholen. Danke, Matchwinner. Tom, gratuliere zu dieser unglaublich starken Leistung. Wie hast du die ganze Partie erlebt? Ja, auf jeden Fall eine sehr kampfbetonte Partie. Also es war wirklich auf Biegen und Brechen. Wir haben teilweise ein bisschen Glück gehabt, einen super Tor gehabt und wir haben einfach ja, zusammengehalten, wie wir das ganze Jahr schon gemacht haben. Und heute haben wir das nochmal richtig, richtig gut gemacht und ja, da sieht man, dass wir richtig gutes Herz haben, die Mannschaft. Auch was da mit der Lizenz sich alles abspielt, aber das schalten wir auch aus und ja, wir haben einen Sieg darüber gebracht und das war überragend, ja. Aber auch wir haben gute Möglichkeiten gehabt. Nach wenigen Minuten hast du die Latte getroffen. Ja, ja, aber leider ist es nicht reingegangen, aber ich sage einmal so, auf jeden Fall haben die Rieder mehr Chancen gehabt, aber wir haben es durchbissen und dafür stehen jetzt 3 Punkte bei uns. Jetzt ist man vom großen Saisonziel nicht mehr weit entfernt. Bereits in Kapfenberg könnte man es klar machen. Die Vorfreude auf diese Partie ist sicherlich groß. Ja, auf jeden Fall. Wir werden alles einlegen, dass wir da das wirklich fixieren können. Das ist natürlich ein Traum für uns. Und ja, wir werden uns gut regenerieren am Wochenende und dann schauen, dass wir am Montag wieder voll bereit sind. Danke dann. Flo, unglaublich über die. Ich ziehe den Hut, hervorragende Leistung, gratuliere. Wie hast du das Ganze erlebt? Ja, Wahnsinn, erstens einmal vor so einer Kulisse zu spielen und dann natürlich noch 1-0 zu gewinnen, ist natürlich unglaublich. Das Feeling ist jetzt, ja, wie gesagt, ein Wahnsinn. Da fällt jetzt so viel Ballast ab, sage ich mal. Aber wenn wir die Lizenz in zweiter Instanz nicht gekriegt haben, hat man, glaube ich, gesehen, dass wir eine geile Partie sind. Nicht nur eine Mannschaft, sondern das ist schon, wird schon mehr zu einer Familie. Und da haut jeder für jeden eine und einfach geil. Jetzt noch Kapfenberg, Lustenau. Da könnte man das große Saisonziel klar machen. Ja, jetzt haben wir noch 2 schwere Spiele, sage ich mal. Weil nach so einem Fight muss man dann schnell regenerieren. Am Montag geht es ja schon wieder weiter. Und ja, schauen, dass wir uns morgen noch regenerieren und ab Sonntag wieder auf Kapfenberg fokussieren. Danke, Feisti. Chris, das war heute ein richtiger Fight von Minute 1 bis zur Minute 90. Was haben wir alles richtig gemacht? Ja, in Ried zu gewinnen, wir haben bei 4 Spielen gegen Ried, gegen absolute Spitzenmannschaft, haben wir 3-mal gewonnen. Ich glaube, das spricht Bände. Wir haben 62 Punkte in den letzten 12 Partien, nur eine einzige verloren. Ja, bin wahnsinnig stolz auf diese Mannschaft. Und ich muss ehrlich sagen, in den letzten Tagen hat mir das wirklich wehgetan, wenn es da irgendwelche im Umfeld gegeben haben, die dieser Mannschaft Charakter abgesprochen haben, die gezweifelt haben, dass diese Mannschaft bis zum Schluss alles gibt. Und ich glaube, heute haben wir da den Beweis abgeliefert, dass diese Mannschaft niemals aufgibt, dass diese Mannschaft ein großes Ziel hat und dass wir alles dafür tun werden, um dieses Ziel zu erreichen. Du hast angesprochen, heute war richtig Einsatz, Leidenschaft und Kampfgeist. Der war richtig spürbar und mit diesem Selbstvertrauen kann man auch die letzten 2 Partien noch positiv absolvieren. Ja, ich glaube, Kampfgeist, Moral, das zeichnet uns die ganze Saison aus und es sind ja immer wieder, ja, zeigen wir dann auch, dass wir sehr, sehr gut Fußball spielen können, dass wir überragend gegen den Ball arbeiten und ich habe es eh vorher schon gesagt, wir haben 62 Punkte, wir sind noch immer der DSV Hartberg, der letzten Sommer in diese Saison gestartet ist, um die Liga zu halten und ja, wir sind jetzt wirklich in Sphären, da, wo es wahrscheinlich kein Mensch erwartet hätte letzten Sommer und wir werden das jetzt durchziehen. Die Partie war sehr intensiv. Wie schafft man es bis zum Pfingstmontag wieder die Kräfte zu bündeln?
Ja, da, die Burschen waren jetzt schon auslaufen, haben in der Kabine schon die ersten Regenerationsmaßnahmen eingeleitet. Wir müssen einfach jetzt, wir haben sehr, sehr schnell regenerieren, körperlich und auch im Kopf. Okay, wir haben jetzt uns riesig über diesen Sieg gefreut, ein emotioneller Sieg, aber wir müssen jetzt schnell wieder unsere Mitte finden, neutral bleiben, top regenerieren und dann am Montag wieder voll da sein und die nächste Aufgabe annehmen. Und das ist Kapfenberg und es wird ein schwieriges Auswärtsspiel. Danke, Chris.